Leider schon eine HP hier. Displayschaden. Ja, sind, wie man gut sehen kann, sehr flexibel. Halten sozusagen etwas aus, aber auch nicht sehr viel. Na, und hier soll von dieser Seite irgendwas ja draufgeknallt sein. Man kann ja sehen, wenn man mit der Finger drauf geht, dass hier kein Luftspalt zwischen Display und Deckel oder kaum etwas ist. Also sind ja vermutlich zusammengeklebt. Ja, und entsprechend, ja, also sehr vorsichtig ja, sein. Auch wenn man jetzt eine Notebooktasche hat und man legt das Netzteil hin und man knallt einmal gegen das Netzteil mit dem Knie oder so, ist schon sehr oft vorgekommen, dass die kaputt gehen. Ne? Okay, also ich mache jetzt das Gerät aus und dann schnell zerlegen und dann guckt man nach, wie es aussieht. Ne? Also muss man die Rahmen hier abmachen und dann sehr vorsichtig ja, abklemmen. Das kann man gleich machen. Einmal so ein Abklemmewerkzeug hier. Ja, und dann kann man gut sehen, dass ja, das Display ist hier mitgeklebt, also geht ja kaum was rein dazwischen, also rein, da versucht man von der oberen Seite hier an der Kamera ist so eine kleine Halterung. Metallteile haben scharfe Kanten, wenn man richtig gute Kunststoffteile, damit die Plastik, ja, also mit den, ach, das zeigt ja gar nichts hier, was hier läuft, na, mit dem Abklemmewerkzeug funktioniert das gut. Damit kratzt man alles nur oder ähnliche Teile. Ich musste mal hier ein neues kaufen, ist nicht mehr so scharf, kann ich nur empfehlen. Hält ja ewig und ist extrem robustes Teil. So, dann ziehen wir weiter hier an der Seite und da schön mal schön, hört man schon, wie sich die Rahmen von dem Display abklebt. Hier sieht man, es ist ein doppelseitiges Klebeband. Ach, das ist nicht einfach gebaut, sondern. Oh Gott. Naja, ich muss ja auch nicht ewig halten, so ein Gerät. Kann ja mal gerne auch so kaputt gehen. Ist auch nicht schlecht. Man hat ja nichts zu tun, außer ständig neue Notebooks zu kaufen oder Geld dafür auszugeben. Ja, warum die Hersteller das so machen? Liegt klar auf die Hand, ja. Kann man sehen, was das von der. Es muss alles raus, also ich verwende nicht nur mal diese Klebeband hier, das hat keinen Sinn. Sollte man sich besorgen, weil ja, ansonsten hält das nicht. Das Display ist hier innen geklebt auf der Deckel. Da schauen wir uns das an. Ja, die untere Seite zeigt die Kamera noch was hier. Nicht ganz zimperlich, aber auch mit Erfahrung, das sollte man auch wissen, wie man das macht. Ja, und dann schauen wir. Okay, jetzt muss das Display raus. Der hat ja nicht keine Abzieh Endungen für das Klebeband, wie manche andere Geräte. Da ist so eine kleine Folie hier am Ende, da zieht man raus, ganz tolle, und dann zieht sich der doppelseitige Klebeband lang und dann kriegt man das Display raus. Scheinbar ist der hier der rahmenlose Display an den Deckel mit auch so mit doppelseitigem Klebeband geklebt. Da muss man sich irgendwo Platz verschaffen. Ja. Und das sieht nicht gut aus, das ist richtig, richtig fest hier. Ich versuche mal die Seite. Ja. Ja.
heftig, heftig. Also nicht zu tolle draufdrücken hier, die Scharnier belasten. Das mal alles so feinfühlig machen wie möglich. Aber ich glaube, ich mache hier eine Seite raus, wenn es geht. Wenn nicht, das ist zu heftig. Ach, das Ding zeigt wieder nichts hier. Da bleibt nichts anderes übrig, außer das Displaydeckel leicht zu erwärmen. Denn ansonsten kann mir den Deckel kaputt gehen oder die Scharnier unten oder sonst was anderes abbrechen. Ja, da habe ich meine schöne Box hier. Ein Föhn könnte auch ausreichend sein, also die Gehäuse darf natürlich nicht schmelzen. Ja, man erwärmt das so bei ca. 76 Grad. Ja, und das ist eigentlich eine Heißluftpistole. Ja, also ich kann jetzt wie gesagt hier die Hand halten. Wird schon heiß nach einer Weile. Aber wir machen so ein bisschen anheizlich. Dann schmelzt der leichte Kleber auf der anderen Seite. Und so belaste ich das Display nicht. Ja, wenn man jetzt noch eine Hand dazu hätte, könnte oder jemand andere abklären, sagt so das Display hier. Nur ich bin hier mal allein hier. Dann muss ich mir so gut wie möglich vorbereiten. Ja, so ist der Baum. So, wie man gut sehen kann, passiert gar nichts an dem Gehäuse hier. 50, 60 Grad mehr nicht. Das ist so, als der Notebook in der Sonne liegen würde. So, und jetzt schnell. Und man kann vielleicht noch gut sehen, dass jetzt der Kleber gut nachgegeben hat an der Stelle. So, den muss ich sowieso anschließen von dem. Also mit Erwärmen wird viel einfacher. Ne? Jetzt mache ich die andere Seite auch und dann schauen wir uns das Teil von hinten an. Ja, also ganz einfach. Wie hässlich diese Klebeband ist hier, die man nicht herausziehen kann. Ja, normalerweise hätte eine Endung sein sollten, wo man die rausziehen kann, aber hier ist er nicht. Bei einigen anderen Geräten ist eine lange Folie geklebt, so an der Seite hier oben. Meistens ist die untere Seite und da kommt man gut ran. Hier haben sie einfach weggelassen, weil wozu denn? Ja, und jetzt kann man sehen, was das von der Joghurtbecherqualität ist. Ja, aber nicht wundern, so sind alle Geräte heutzutage. So, ja, also Stecker kann man hier, das ist die Trese hier, die abgeklebt werden kann. Und hinter ist der Mikrokonnektorstecker. Und hier findet man das Display-Typ. Genau, hier ist ein B156 HTN06 Version Punkt 1. Natürlich made in China. Ja, Gerät ist 2020 Kalenderwoche. Also das Display, hier steht sogar die Kalenderwoche, ist sehr frisch. Ja, das war's dann. Ne? Ja, ich habe die Rahmen doch unten abgeklemmt. Ja, aufpassen, das verbiegt sich extrem. Hält aber gut zusammen, trotzdem nicht abbrechen. Gerade die vielen Hacken hier in der untere innere Bereich und selbstverständlich an der Seite. Das ist alles für die Ewigkeit gebaut. Da freut man sich natürlich. Mit Wasser setzt man das Teil. Ich mache immer doppelseitige Klebeband vom Display
Dann setze ich das, merkt man sich die Stellung hier, Umfassung der Rahmen. Nicht, dass das Display anschließend schief liegt. Und dann klebt man einmal zwei Streifen hier, je nach Breite. Also es reicht ja so 10 mm, 6 bis 10 mm, eine hier, eine da, ankleben. Und dann der neue Display ist sauber, wird sauber sein, also muss ich hier nicht reinigen, ist doch klar. Also kein Klebereste hier. So, ich muss nur die Rahmen hier sauber machen und ich lege hier dann die Klebeband und dann fixiere ich das. Nur wenn ich die Rahmen einsetze, darf ja nicht schief liegen. Ne? Also wenn irgendwie hier schief liegt und dann klebt das Zeug, dann hat man natürlich ein kleines Problem, weil dann klebt die Kleber irgendwo hin und dann sitzt die Rahmen nicht richtig, da muss noch mal raus und noch mal rein, noch mal. Also muss man vorsichtig machen. Ja, also fängt entweder an der untersten Seite, kommt ja meistens selten vor, ich frage nach feiner Seite, oben hier einknipsen und da muss die Seitenteil gerade ohne Spannung richtig gut liegen. Und dann ist die Rahmen richtig drin. Ja. Und dann zieht man auf die andere Seite. Und wenn sie richtig 100% spannungsfrei ist, keine Dellen hier an der Außenseite, dann einmal rumkleben. Dann mache ich warm mit meiner Heißluftpistole. Und dann ziehe ich mit den Händen so entlang, damit klebt. Also keine Druck ausüben, auf gar keinen Fall. Sonst kann das Ding reißen. Und von der anderen Seite entsprechend auch so. Und dann ziehe ich mit dem Finger hier entlang. Solange ich mit dem Gerät, mit dem Display arbeite, lasse ich die Folie drauf. Die Displays werden meistens mit so einer Schutzfolie geliefert. Und ja, dann ziehe ich sie ab. Sollte die Schutzfolie zu breit sein, dann schneide ich mir erstmal einen Zentimeter hier entlang. Der Grund dafür ist, dass wenn ich hier zusammenklebe, damit ich nicht an den Display reibe. Ne? Okay, ja, problematisch momentan könnte sein, dass nicht alle Displays sofort verfügbar sind, so wie früher, man hat es bestellt. Ja, einfach mal suchen. Gut ist, wenn man das Original-Display hat und nicht irgendwas, was auf Lager ist. Ansonsten können Farbunterschiede sein, die man wahrnehmen kann. Okay, ich glaube, ihr habt zu viel wieder gesprochen, das reicht. Dann.